Bonjour, Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Bordeaux. Und jetzt gibt es ein bisschen was zu tun für uns. Es laufen ein paar Verträge aus, nämlich Mitarbeiter- und Spielerverträge. Und ja, die 50 besten Wonder Kids sind jetzt in dieser Liste hier dabei. Das heißt, in dieser E-Mail hier. Die werden wir uns auch noch durchschauen. Drei Spieler von uns übrigens mit dabei, auch eine ziemlich coole Geschichte. Gut, ich würde sagen, wir steigen einfach gleich mal ein. In der Zwischenzeit zeige ich euch nur ganz kurz. Ich habe jetzt insgesamt vom 16. März, also gute 2 Wochen übersprungen. Wir haben jetzt aber noch eine gute Woche zum Lyon-Spiel. Also insgesamt habe ich euch und mir jetzt ein bisschen, naja, mir eigentlich nicht, nur euch Zeit gespart. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit Lyon. Generell vielleicht mal so kurz ein Blick auf den Spielplan, der noch vor uns liegt. Wir haben es mit Lyon und Lille zu tun. Wir haben Straßburg, Lens, Lorient, Marseille, Stade Rennes, Auxerre und Troyes. Das heißt, von den Großen natürlich Lyon und Marseille, eventuell noch Lille, wenn man sie dazu zählen möchte. Aber sonst sind wir so ziemlich durch und das sieht dann schon relativ gut aus für die Champions League, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind sogar eigentlich nicht mal so weit weg von PSG mit 6 Punkten. Also überragende Saison hätte ich mir vor der Saison selbst natürlich nicht träumen lassen, aber jetzt nehme ich es gerne mit. So, die 50 besten Wonderkids im Fußball. Wir beginnen mit Gavi, das ist eh klar, aber dann schauen wir jetzt vielleicht mal, welche Spieler da, vielleicht sind da irgendwelche Überraschungen dabei, vielleicht sind da auch Spieler dabei, die nicht so teuer sind. Schauen wir mal kurz, okay, Nelson Viper ist definitiv zu teuer. Ribeiro auf Platz 3 bei den Wonderkids. Holy shit, also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist uns halt ein Wahnsinnstransfer geglückt. Wie viel haben wir nochmal gezahlt? 300.000 die Leihe. Und das war die Kaufoption 2,2. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Ich bin gespannt, was der dann für einen Marktwert hat im Sommer bei uns. Weil ich glaube, dass das ein sensationeller Deal war. Platz 3 ist ja wirklich heftig. Dann haben wir Aspi Jensen von den Bayern. Wahnsinns Marktwert. Kann man schon vergessen. Dann Scholl. Ist auf der Leihliste. Sehr, sehr gute Ansätze. Ich scout ihn mal, weil vielleicht kann man ihn leihen. Dann haben wir hier Sogop. Ein spanischer 16-jähriger Innenverteidiger, der groß gewachsen ist. Und wir sehen hier schon so ein paar Fähigkeiten, die sehr interessant aussehen. Den scouten wir auf jeden Fall. Ich werde ihn vielleicht auch gleich... Nee, tun wir noch nicht auf die Auswahlliste. Erst dann, wenn er wirklich interessant ist. Dann haben wir hier Björn Fjodor oder Theodor. Super Zielstrebigkeit. Alter Schwede. Den werden wir auch voll scouten. Auch wenn der natürlich schon relativ teuer ist. Dann haben wir Dennis Simon, sensationelles Torwarttalent. So lustig, aber ich kenne so viele deutsche Talente echt nicht, muss ich sagen. Dann haben wir hier einen belgischen Flügelspieler, der wohl zu teuer sein wird. Dann natürlich Endrick, der ja sowieso immer wieder durch die Decke geht im FM. Aber ich würde halt gern so Standard-Talente ganz gerne meiden. Dann haben wir Adam Asnou, ein Spanier bei den Bayern. Können wir mal scouten. Dann natürlich Paul Wanner, der ist da bei Manchester City. Das finde ich aber auch sehr spannend. Wie viel haben die gezahlt für ihn? 9,7. Aus 10 Millionen. Und bei den Bayern selbst hat er scheinbar ja hier ein paar Spiele gespielt. Dann Matthijs Zell natürlich. Der wäre für uns natürlich sehr interessant als französisches Team. Ich tue ihn mal auf die Auswahlliste. Vielleicht wäre auch hier später mal irgendwann eine Leihe möglich. Skelderup, mit dem haben wir ja schon in der Vergangenheit viel Freude gehabt. In vergangenen Let's Plays. Dann haben wir Zvonarek. Der ist finanziell jetzt wieder machbar. Also das ist, oder zumindest nicht komplett unrealistisch. Dann Tresoldi. Nicolo Tresoldi, leider zu teuer. Boah. Sensationelles Talent, 11,5 Millionen. Ich versuche ihn jetzt mal nicht auszusprechen, aber ich packe den gleich mal auf die Auswahlliste. Weil für die 11,5, sage ich ganz ehrlich, finde ich ihn jetzt gar nicht so tragisch. Der ist schon sehr, sehr spannend. Dann haben wir Martin Georgiev, den kann man mal scouten. Dazu noch Vitor Roque, den haben wir sowieso schon auf der Auswahlliste. Und ja, Dijon Kamerhi, sehr spannender Spieler. Aber auch schon relativ teuer. So, wen haben wir hier? Cool. Australischer Stürmer geliehen von Newcastle. Sehr spannend. An Augsburg momentan. Oh ja. Ein Wonderkid, der mittlerweile bei Salzburg kickt. Den haben wir eh schon auf der Auswahlliste. Den werden wir auf jeden Fall fertig scouten. Ist nämlich auch gar nicht so teuer. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man ihn ausspricht, um ehrlich zu sein. Bino Gittens.
Dann haben wir hier einen französischen Stürmer von Caen. Dann Angelo, den haben wir auch schon mal gescoutet, aber es kann sein, dass das vielleicht beim anderen Let's Play war. Auf die Auswahlliste. Dann haben wir hier noch einen jungen Niederländer. Packe ich auch gleich auf die Auswahlliste. Dann haben wir Kovacevic, Everton, Newcastle, West Ham und Inter. Das ist halt so ein sensationelles IV-Talent. Bei meinem privaten Safe ist der, glaube ich, auch nach England gegangen. Mit Sturm habe ich den nämlich schon gescoutet. Wir haben leider nur noch 2,5 Millionen. Theoretisch könnte man so jemanden aber durchaus versuchen zu bekommen für die Zukunft. Reden wir mal mit dem Berater. Grundsätzlich hätte er Interesse. Wird erwarten, zu den wichtigsten Spielern des Vereins zu gehören. Nee. Schauen wir mal. Ich meine, theoretisch könnten wir uns den schon überlegen, weil in der Innenverteidigung sind wir eh nicht so ganz zufrieden, aber der hilft uns halt jetzt wahrscheinlich das erste Jahr noch nicht. Buonanotte, argentinischer Flügelspieler. Sehr offensiv stark, könnte auch gut Stürmer spielen. Dann Jaden Slory. Da finde ich wieder den Marktwert recht hoch. Aber schon ein ganz gutes Talent. Dann haben wir Filippo Manet von Dortmund. Spannend. Sampdoria 2022 gekommen. Ich will aber wirklich eher Ausschau halten nach kleineren Clubs und das ist halt schon schwierig. Da haben wir einen Linksverteidiger aus Belgien. Den packe ich gleich mal auf die Auswahlliste bei Lille unter Vertrag. Sehr spannender Spieler. Nordire von Tottenham. Gut, da hast dann gleich einen heftigen Marktwert. Dann haben wir Borja Sanchez. Natürlich sehr spannend. Geliehen von den Bayern. Marktwert gar nicht so tragisch, also scouten wir ihn mal. Da nochmal einen, der für die Innenverteidigung auch wieder interessant wäre. Geliehen von Bologna, dementsprechend haben wir halt das Problem, dass du den auch schlecht fix bekommst. So, da haben wir nächstes Top-Talent, Manchester United in dem Fall. Dann haben wir Luca Romero. Ich hoffe, ihr hört mein Handy gerade nicht klingeln, das klingelt gerade draußen in der Küche. Der ist auch ganz interessant von Lazio. Es wirkt fast so, als würden die bei Lazio nicht ganz mit ihm. Na doch, 28 Einsätze. Letzte Saison war er noch richtig stark. Diese Saison funktioniert er nicht mehr so. Valentin Carboni. So. Bellingham bei Birmingham City. Das ist der kleine Bruder von Jude, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der wäre natürlich auch spannend, aber ich scout ihn mal. Carboni finde ich auch nicht uninteressant. Ist geliehen von Inter. Da bin ich mal gespannt, ob der nicht vielleicht, ob der nicht vielleicht irgendwie es bei Inter nicht schafft oder so. Deswegen können wir ihn auch scouten. Dann haben wir hier Marcel Kalemba, ein junger Pole, der durchaus auch interessant sein könnte. Und wir sehen hier schon, der Markt wird es nicht weiter tragisch. Der hat noch relativ lange Vertrag bei Mainz. Aber zumindest die geforderte Summe ist jetzt nicht so dramatisch. Dann haben wir hier noch einen türkischen ZM. Ich würde sagen, so alles um die 10 Millionen kann man schon mal scouten, weil das könnte man zusammenkriegen mit dem einen oder anderen Verkauf. Dann haben wir Slonina, der dürfte von Chelsea geliehen sein, so ist es. Dann haben wir hier Jordan James. Southampton. Dann Julian Rajkov, natürlich sehr spannend. Den habe ich in meinem privaten Sturm Graz Safe auch schon gescoutet. Scout man vielleicht jetzt auch einfach mal. Marshall Rutty von Toronto. Den kann man sich mal anschauen, weil vielleicht will er den Sprung schaffen von der MLS. Dann nochmal Peres Winlöf. Dann haben wir hier ein Talent aus. Okay, der ist leider schon geliehen von Milan. Ich hoffe nämlich immer, dass ich da irgendein Talent finde, das eben irgendwie aus einer kleineren Liga kommt, aber das ist halt schwierig. Da ist nämlich, schaut mal ihn hier an, Arda Güler. Da ist halt das Körperliche relativ schwach. Wobei man sagen muss, er ist jetzt nicht der Langsamste, die Ausdauer ist, wird auch okay sein, die Beweglichkeit ist okay, also für diese Rolle passt schon extrem gut. Diese technischen Werte sind halt gigantisch. Den scouten wir auf jeden Fall. Bis zur vollen Kenntnis. Ja, und dann haben wir unsere beiden, Louis Jean. Und interessanterweise ist Chiré bei den Wonder Kids dabei. Ich habe gedacht, dass Ekomjee dabei sein wird. Aber der war es nicht. Und dann haben wir hier noch Rafael Luiz. Der könnte sogar Innenverteidiger spielen, meiner Meinung nach.
Könnte man beibringen, den werden wir auch scouten. Also schon ein bisschen was Interessantes dabei. Dann schauen wir jetzt hier die auslaufenden Verträge an. Hier haben wir Darren Semedo im Tor. Der hat eigentlich schon Potenzial, muss man sagen. Aber bei ihm, ja genau, die Sprunghöhe war es. Deswegen werden wir den gleich mal freigeben. Dann haben wir hier Yamiogo. Der wird halt auch nicht das Zeug haben, um uns zu helfen in der ersten Mannschaft. Deswegen werden wir den auch freigeben. Und dann haben wir noch hier Joel Nzi-Manga. Zielstrebigkeit 4 und generell mit 20 schon relativ weit weg von der ersten Mannschaft. Auch den hier werden wir freigeben. So, dann gehen wir noch auf die Jugendverträge, bevor ich dann zu den Mitarbeitern gehe. Da haben wir hier Bedfian. Der hat genauso das gleiche Problem mit der Sprunghöhe. Deswegen werden wir den auch freigeben. Und generell sehen wir hier, dass der Rest nicht wirklich stark eingeschätzt wird. Also ich würde sagen, dass wir die hier alle dann freigeben. Dann haben wir Mitarbeiterverträge. Ach du Scheiße. So, gehen wir vielleicht, eigentlich ist egal, wie wir durchgehen, glaube ich. Hier meinen Scout, der beim Scouting okay ist. Die Spielerfähigkeit kann er nicht ganz so gut einschätzen, dafür ist das Potenzial relativ gut bei ihm. Geht, glaube ich, besser. Aber ich würde sagen, den kann man verlängern. Ich lasse das den Sportdirektor machen. Dann haben wir Marchioni, der ist ganz gut. Geben wir auch dem Sportdirektor, damit der auch was zu tun hat. Dann ein Physio mit Physio 18, den werden wir auf jeden Fall auch verlängern lassen. So, Eric Robinson, Physio mit 11. Das können wir schon mal ignorieren. Da gehen wir auf später entscheiden. Eigentlich habe ich schon eine Entscheidung getroffen, aber okay. Leistungsanalyst, der ist auch relativ schwach. Dann haben wir hier Laurent, U19 Athletiktrainer, der nicht wirklich gut ist im Athletiktraining. Dann, wen haben wir hier? Athletiktrainer der zweiten Mannschaft, der ist relativ gut. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir haben ja keine zweite Mannschaft. Also ich persönlich würde dann sagen, dass man solche Leute dann eher gehen lassen. Weil für die zweite Mannschaft, da werde ich dann einfach einen Trainer einstellen und das war's. Dann tun wir den Torwarttrainer auch weg. Dann haben wir hier einen Athletiktrainer aus der ersten Mannschaft, 14. Sage ich ganz ehrlich, ich glaube, das werden wir besser hinbekommen. Calado auch 14. Sieht irgendwie so aus, es wird auch ein bisschen Athletiktraining vertragen. Er ist halt ein Theoretiker. So, U19 Torwarttrainer, der ist definitiv zu schwach. Dann erste Mannschaft Torwarttrainer Vitor Pereira, Spielaufbau 7. Wird auch nichts. Rio Mavuba, U19 Co-Trainer. Boah. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir schon so eine gute Jugendmannschaft haben, dann müssen wir auch schauen, dass da richtig gute Trainer sind. Den finde ich zum Beispiel relativ gut, weil der einiges mitbringt. Da kann man sagen, das darf rückt der Sportdirektor verhandeln. Dann haben wir U19, Mathieu Schalm. Boah, das ist eine Legende im Club. Ich finde ihn okay. Soll der Sportdirektor auch verhandeln. Und dann haben wir hier noch eine zweite Mannschaft. Wer ist das? Ah, der zweite Mannschaftstrainer. Alter Schwede. Der wäre eigentlich besser. Kann ich das mit den Verhandlungen zurückziehen? Ja. Ich hätte den nämlich eigentlich dann ganz gerne für die U19, um ehrlich zu sein. Da gehen wir mal auf Training und U19 Trainer. Das locken wir mal ein. Und dann erst mit Ende der Saison. Okay, will er nicht. Gut. Dann müssen wir dann halt noch schauen. Aber das quasi jetzt alle, bei denen ich keine Entscheidung habe, da wissen wir jetzt quasi, dass wir die dann einfach auslaufen lassen zum Ende der Saison. Und dann suchen wir einfach ein komplett neues Team. Ich glaube, jetzt muss man schon langsam schauen, dass wir das alles hier auf einen neuen Level heben. Wir haben mittlerweile 5,3 Millionen am Konto nur noch. Das heißt, das ist schön nach unten gegangen. Da müssen wir auch überlegen, wie wir hier weiter tun. Dann Elise momentan. Super Offensivbilanz im Vergleich zur restlichen Liga und Marseille bestes Offensivteam. Top-Transferziel Alan Campbell. Holy shit, schaut euch diese mentalen Werte an. Der ist ja große Klasse. Was würden der wollen? Der ist 57 und 110. Sehr gut, und der wäre sogar mit Rotationsspieler zufrieden. Also diese mentalen Werte sind halt gigantisch. Der spielt gerade in der zweiten englischen Liga. 1. April, ist aber kein April-Scherz. 40 Einsätze. Es ist so geil, wie übertrieben groß die Liga ist.
Ja, zentrales Mittelfeld ist halt so eine Sache, aber andererseits, der könnte sogar Backup von Sissoko spielen auf der 6. Also wenn der mit der Backup-Rolle zufrieden ist. Ich probiere das jetzt. Rotationsspieler. Der ist natürlich dann richtig teuer, aber ganz ehrlich, da haben wir halt dann richtig Qualität auf der Bank. Weil was der mentale Werte hat, ist gigantisch. Probieren wir ihn mal zu bekommen. Alan Campbell, der gefällt mir wahnsinnig gut. Tolle Arbeit von den Scouts, kriegen gleich eine Gehaltserhöhung. Ja, Spieler des Monats Mbappé vor Embolo und vor Rodrigo Ribeiro. Also der ist da schon in einer sehr, sehr bekannten Riege. So, Jobsicherheit unantastbar. Die Fans so, meh. Führungsspieler Elise Barbet und Buffon. So, wen haben wir da? Das glaube ich nicht stark genug sein. Moussa Diabaté. Genau, ich habe die Meldung bekommen, dass die Top-Teams einige Jugendspieler gehen lassen oder die Erstligisten. Der ist, glaube ich, nicht dabei, weil der hat noch länger Vertrag. Das ist ein normaler Scouting-Bericht. Leider wahnsinnig teuer. Aber da werden wir auf jeden Fall später auch noch Scouting-Berichte reinbekommen in diese Richtung. Das könnte natürlich auch interessant sein, weil wenn da jemand zu schwach für PSG ist, kann er natürlich trotzdem immer noch brauchbar für uns sein. So, ich habe wieder Testspiele ausgemacht für die zweite Mannschaft. Da können wir jetzt wieder einige verfügbar machen. Bacı bräuchte Spielpraxis. Ignatenko ist auch wieder im Training. Der kriegt jetzt auch schon 45 Minuten. Uda braucht auch ein bisschen Spielpraxis. Caldara, da ist schon wieder wer interessiert. Ja, so. Verliehene Spieler, wie läuft's? Bei Conte läuft's am besten. Junior Mwanga. Immerhin 9 Spiele. Puntgard noch immer nicht gespielt. Stamenic, der im nächstes Jahr auch zurückkommen wird. Müssen wir dann schauen, ob wir den nochmal verleihen, weil das wäre natürlich auch einer wie das fürs zentrale Mittelfeld, das immer ja ein bisschen überbesetzt. Aber der macht sich in der zweiten Liga nicht so schlecht. Wobei er nicht Stammspieler ist, wie man hier sieht. Fünfmal von Beginn, 18 Einwechslungen. So, Campbell kommt tatsächlich zu uns. So, bevor ich es bestätige, schaue ich jetzt nochmal ganz kurz, damit ich nichts übersehe. Also wir bekommen ja den Pavel Bucher. Das ist halt eher ein Spielmachertyp. Ein sehr, sehr starker Spielmachertyp, wo wir schon gesagt haben, im Sommer, wir schauen uns einfach mal an, wie das so läuft. Sonst haben wir momentan jetzt in diesem Bereich nichts fixiert. Bei den Laien ist es eben so, dass der, gehen wir mal auf die allgemeinen Infos und die Position, dass der Antonio Sanchez zurückkommt, der für mich aber kein Thema ist. Der hat vor allem technisch, ist er zu schwach für die Ligue 1 oder zumindest für ein Spitzenteam. Kabuni lassen wir sowieso gehen, ja, und Marko Stamenic. Der ist von den Fähigkeiten ja schon stark genug. Ich glaube, der müsste echt irgendwo jetzt mal Stamm spielen. Vielleicht könnte man seine Leihe ja sogar verlängern oder so. Aber im Moment nicht. Aber ich sag ganz ehrlich, ich werde den bestätigen. Scout-Bericht. Mangelnder Flair, müsste die Sprache lernen. Aber nichts Tragisches. Sehr konstant. Über die Konstanz habe ich auch einen sehr interessanten Kommentar bekommen. Vielen Dank dafür. Also auf die werde ich jetzt auch ein bisschen mehr schauen. Deswegen gehe ich, glaube ich, wirklich zum ersten Mal aktiv in die Scouting-Berichte rein. Ja. Ich finde den große Klasse. Also der ist wirklich spannend, ich nehme den auf. Vor allem ablösefrei, ich glaube, da machen wir nichts falsch. Und der als Backup auf der 6. Da hast du einen Backup, der eigentlich stärker ist als der Stammspieler. Das ist genau das, was wir wollten, dass wir einfach in der Breite stärker werden. So, Torwarttalent von Nizza. Das ist einer, den sie auch nicht ziehen lassen. Aber nicht wirklich gut. Also könnte sich um Welten steigern, man könnte ihn durchaus für die U19 vielleicht aufnehmen. Aber da hätten wir eigentlich den hier, der fast interessanter ist, Diakité. Und schon uns gehört. Ich würde sagen, das lassen wir. Ich entferne mal von der Auswahlliste. So, Nathan Blondell. Oder, ja. Auch nicht so wirklich spannend. Bacı hat wieder 2 Tore erzielt in den 45 Minuten. Also der hat sich gleich mal gut präsentiert bei der zweiten Mannschaft. Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich gegen Lyon auf die Bank setzen. Ich glaube, das sollte reichen. So,
Co-Trainer, neuer Vertrag, Scout, neuer Vertrag. Wen haben wir da? 17-jähriges Talent von Stade Rennes. Zielstrebigkeit ist brutal. Und auch die Fähigkeiten, die er braucht, da ist er jetzt schon richtig gut. Also ich packe den mal auf die Auswahlliste. So, gibt es da noch irgendwas Spannendes? Die spielen alle für die U19, das passt auch. Und genau die Testspiele habe ich jetzt immer mittwochs ausgemacht. Quasi bis zum Saisonende fast. Aber der ist nicht so interessant, finde ich. Der dann wohl auch nicht mit einer 4. Ivan Kausic. 3 minus. So, dann spielen wir jetzt gegen Lyon auswärts. Natürlich ein absoluter Top-Club. Die Erwartungen liegen bei einem Remis. Ja, würde ich mitnehmen, ehrlich gesagt, gegen Lyon auswärts. Aber so gut wie wir in Form sind, können wir uns vielleicht auch trotzdem einen Sieg ausrechnen. Also, Louis Jean leider gesperrt. Da wird Klünter spielen, das ist eh klar. Dann Gregersen mit Janicek. Links hinten Ekomier. So, Caldara Barabé, das passt. Sissoko Bernede. Bernede nicht, sondern Ignatenko ist, glaube ich, noch nicht so ganz Thema. Ich werde heute den Chiré in die Startelf stellen. Ich werde den Ignatenko schon mitnehmen. Da werden wir dann mal schauen. Bin noch nicht ganz sicher. Wie schaut es vorne aus? Neris Guyagon und Ribeiro. Da haben wir den Elise, den wir noch brauchen. Dann brauchen wir natürlich noch den Baji. Und der Rest sind hier eh... Ah, Eposé fehlt noch. Den nehmen wir noch mit für... Ich nehme ihn für Bernede mit am ehesten, oder? Oder statt Bogusch. Den möchte ich nächstes Jahr wahrscheinlich auch am ehesten verleihen. Weil da kommt ja der... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Tscheche. Dann nehmen wir Bernede mit. So. Jetzt werden wir den Elise links nach innen ziehen, spielen lassen. Baji und Udin auf der Bank, weil die noch nicht ganz fit sind. Aber so können wir richtig Qualität von der Bank bringen. 6 Ersatzspieler zu viel. Also das ist noch vom Testspiel. So. Los geht's. Bin ich mal gespannt. So, da unten ist wieder umgestellt. Frankreich Liga, passt. Gelbe Karte für Ekomier, Freistoß für Lyon. Gregersen klärt fürs Erste. Ich möchte jetzt Chiré halt auch so gut geht fördern irgendwie. Wenn der schon so ein großes Talent ist. Klünter klärt hier komplett zum Gegner. Also wahnsinnig gefährliche und wahnsinnig dumme Aktion. Lieber Lukas, das kannst du besser. Sehr gutes Tackling. Aber sie kommen nochmal ran. Da hat Neris ein bisschen gepennt. Also wir haben da schon Dusel die ersten 10 Minuten. 2 Riesenchancen gleich mal für die Gegner. Ja, Chiré wäre auch ein Kandidat für eine Laie, damit man halt. Da müssen wir dann gut schauen, wen wir nächstes Jahr so viel Spielpraxis wie möglich ermöglichen wollen. Gegenpressing. Auch hier kein gutes Verhalten von Ekomier. Also wir verteidigen es nicht gut. Dafür sind wir auch offensiv nicht vorhanden. Immerhin. So wie passen kann er nicht, aber dafür ist er langsam. Neris, vielleicht jetzt endlich mal eine Offensivaktion. Aber er muss halt auch abspielen, der Penner. Entschuldigung. Also die ersten 1-2 Aktionen waren gut von ihm, weil da hatte er auch keine Anspielstation, aber danach hatte er 2-3 Anspielstationen und hat trotzdem nicht gepasst. Ich bin nicht zufrieden. Definitiv nicht. Sissoko mit dem perfekten Tackling meiner Meinung nach und der zeigt auf den Punkt. Beziehungsweise schaut er sich jetzt an. Ich weiß nicht, was er sich da anschauen will. Vielleicht schaut er sich, keine Ahnung, irgendwie
die Ludolfs an auf dem Bildschirm. Kein Elfmeter, ja. So ein sauberes, schönes Tackling. Ich bin gespannt, wenn es so weitergeht, wird es irgendwann klingeln. Vielleicht bringen wir in der Pause Ignatenko für Giré, dass der ein bisschen mehr Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Giré war mit einer 6,8 nicht so schlecht. Ekongier schwimmt heute komplett. 6,4 und gelbe Karte. Da könnte man theoretisch Ebosse bringen. Der war beim Nationalteam jetzt letzte Woche. Das heißt, Spielpraxis sollte er haben. Ach, Klünter. Nicht so der Klünter-Fan. Aber es ist bisher nicht sein Spiel. Wir haben schon einen geilen Kader. Soko klärt ihn gut zu Ribeiro, aber der mit einer schlechten Ballannahme und der Ball ist wieder weg. Ja. Da könnte man Bartsch ehrlich gesagt dann auch bringen. Da ist das 0:1. Ich bin sauer. Katastrophales Spiel, das ist nicht meine Mannschaft, die da heute aufläuft. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber meine Jungs sind es nicht. Wo? Neres turnt beim Einwurf hier rum und auf der anderen Seite ist dann Taliafico frei. Sehr fragwürdig. Boah. Bouzon war mit seinen Fingerspitzen noch dran, aber es war abseits. Was für ein katastrophales Spiel. Hätte ich mir nicht gedacht. Wieder abseits. Wenigstens das kriegen wir ganz gut hin, dass wir sie da so ins Abseits stellen. Ach, schaut euch die Offensive an, lauter 6,3er Noten. Ihr wart grauenhaft, das muss sich ändern. So. Das heißt, wir werden ordentlich umbauen. Ich bringe den Eposé links hinten, wie gesagt. Dann bringe ich den Jatenko Box to Box und ich bringe den Bagia als Stürmer. Oder statt Elise, weil Elise war noch schlechter als Ribeiro und ist auch schon ein bisschen müder. Machen wir so. Und dann können wir nur hoffen, dass das mit Bagi da vorne und mit Ignatenko im Zentrum jetzt ein bisschen besser funktioniert. Und Ebosé statt Ekomier, ja. Ekomier war richtig schlecht in diesem Spiel, also da ist die Latte, glaube ich, auch nicht sonderlich hoch. Hihi, Latte. Wir kommen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Sehr gut, jetzt mal von Ignatenko. Bagi. Boah, Bagi. Ruhe reinbringen da. Klünter klärt schon wieder ins Zentrum. Und es wird schon wieder gefährlich. Du gehst mir auf den Sack. So, für mehr fordern. Wenn ich jetzt vielleicht Klünter was zugerufen habe, den anderen nichts mehr zugerufen? Scheint so. Aha. Okay, so. Aber es war schon so, dass ich mir gedacht habe, dass Lyon jetzt an und für sich ein stärkerer Gegner wird, als dieser Tabellenplatz 11 vermuten lässt. Jetzt wird es hier schon wieder diskutiert wegen einem möglichen Elfmeter, aber den wird es, glaube ich, geben jetzt. Den haben sie zu zweit hier ordentlich in die Mangel genommen. Ah, gibt auch nichts. Freistoß, okay, ja. Gut, also faul war es. Hätte gedacht, dass das auch drin war, aber nehmen wir natürlich so auch gern. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ribeiro ist Katastrophe heute. Gibt den Neres auf links und wer den
den Udin bringen, invers. Und geduldig spielen, bei allem Respekt. Ich habe keine Zeit für Geduld. Defensivlinie werden wir aufrücken lassen ein bisschen. Oder zumindest das Zurückziehen rausnehmen. So, das heißt, wir haben dann noch einen Wechsel für die Schlussphase. Auch wenn ich im Moment schwarz sehe, ganz ehrlich. Ist auch gut gelöst. Wäre schön, wenn wir mal ein bisschen Ruhe reinkriegen würden und nicht den Ball gleich wieder verlieren. Ja, das war schön gespielt. Glünter hat gerade viel Platz. Und dann spielt er den Kackpass des Jahres nominiert. Für den Monat April. Boah. Udin drüber, aber kein schlechter Versuch. Neres ist unfassbar schlecht, 6,1. Ich bringe dafür die Schlussphase jetzt noch den Guyagon. Neres ist müde auch noch. So, Theo mit dem Freistoß ans Außennetz, auch nicht ungefährlich, aber halt auch wieder zu wenig. Zu unpräzise. Also das war von vielen Jungs heute ein richtig schlechtes Spiel. Kann natürlich sein, dass die da mal einen schlechten Tag erwischen, klar. Aber so viele schwache Noten wie heute habe ich jetzt in diesem Safe zumindest schon lange nicht gesehen. Sissoko zu passiv. Boah, war der Abschluss schlecht. Hätte von uns sein können. Aber das müssen wir jetzt einfach abhaken. Es war ein wahnsinnig schwaches Spiel. Wir gehen auf als Verlierer vom Platz und das absolut verdient. Und Eposé klärt komplett unbedrängt ins Out. Na schade. Das ist wirklich ärgerlich, weil wir so gut in Form waren, aber anscheinend hat uns diese dreiwöchige Länderspielpause ein bisschen auch außer Form gebracht. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Gut, mit eurer Leistung bin ich natürlich super zufrieden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wirklich tolle Leistung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, beziehungsweise morgen in unserem Rumänien-Safe. Wenn das morgen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann der Part online geht. Aber ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald. Danke. Ciao.